Wie wird man eigentlich reich? In den letzten Jahren bescherten vor allem die Tech-Konzerne ihren CEOs Milliarden. Apple, Alphabet und Microsoft dominieren die Börsen. Und Amazon-Chef Jeff Bezos gilt aktuell als reichster Mensch der Erde, mit einem Vermögen von mehr als 100 Milliarden Dollar. Es wird allerdings immer schwerer, eine eigene Nische zu finden, mit der entscheidenden, revolutionären Idee an den Markt zu gehen. Und doch lebt vermutlich der erste Billionär der Geschichte schon heute. Es gibt nämlich eine Ressource, die völlig unangetastet ist, nach irdischen Maßstäben quasi unendlich verfügbar und die die Wirtschaft der Erde vollständig verändern würde. Asteroiden. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Asteroiden sind im Grunde nichts anderes als Brocken des gleichen Materials, aus dem terrestrische Planeten wie Mars, Venus und Erde bestehen. Sie schafften es allerdings nie, meist gestört vom Gravitationseinfluss des Jupiters, sich zu einem Planeten zu vereinigen. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied. Während bei der Bildung eines Planeten die schweren Elemente wie etwa Eisen, Nickel, Gold, Platin fast vollständig ins Innere absinken, sind sie in Asteroiden leicht zu erreichen. Und wer sich jetzt fragt, warum wir dann trotzdem schwere Elemente in der Erdkruste finden, ein Großteil davon gelangte mit Asteroideneinschlägen auf die Erde. Asteroiden sind also die wahre Quelle von Metallen. Die NASA zählt allein im Umfeld der Erde etwa 14.000 Asteroiden, sogenannte Near-Earth Objects. Die meisten finden sich natürlich im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Dort soll es sage und schreibe 2 Millionen Asteroiden mit einer Größe von mehr als 1 Kilometer Durchmesser geben und ungezählte Millionen kleinere. Insgesamt entspricht die Masse aller Asteroiden im Gürtel etwa 4-5% der Masse des Mondes. Doch bereits die Near-Earth-Objects bieten ungekannte Potenziale. Im Juli 2015 passierte 2011 UW-158 die Erde, in einer Distanz von 2,4 Millionen Kilometern. Dieser 300 Meter messende Brocken, so glaubte man zunächst, enthielt etwa 90 Millionen Tonnen Platin. 90 Millionen Tonnen. Man schätzte den Wert auf fast 5 Billionen Euro, mehr als 10-mal der Gesamtmarktwert von Amazon. Würde ich 100-Euro-Scheine übereinander legen, dann würden 4,7 Billionen Euro einem Turm entsprechen, der etwa 5,6 Millionen Kilometer hoch ist, etwa 15-mal die Distanz von der Erde bis zum Mond. Die Planetary Resource Company, eine Firma, die Asteroidenbergbau zum Ziel hat und auf die wir später noch zu sprechen kommen werden, schätzt, dass ein einzelner 500-Meter Asteroid mehr als die Hälfte der globalen Vorkommen an Gold und Platin enthalten könnte. Natürlich gilt bei der Suche nach Gold und Platin eine wichtige Einschränkung. Die ermittelten Werte, die gehen von aktuellen Preisen für Platin aus und die sind vor allem deshalb hoch, weil es auf der Erde eben selten ist. Die Macht von Asteroiden liegt in drei anderen Bereichen. Zunächst bieten sie einen Überfluss an begehrten, aber schwierig zu schürfenden Materialien, insbesondere seltene Erden, welche in jeglicher Form von moderner Technologie Verwendung finden. Zum Beispiel im Telefon oder im Tablet, auf dem ihr dieses Video schaut. Die sind auch notwendig für Akkus, für Batterien, für fortgeschrittene Konstruktionsmaterialien und viele weitere Anwendungsbereiche. Auf der Erde hingegen könnten sie in 15 bis 20 Jahren ausgehen. Vielleicht war also der Name des Samsung Galaxy ein wenig prophetisch. Zweitens sind Asteroiden geeignet für Konstruktionen außerhalb des Gravitationsfelds der Erde, die sich mit Eisen, Nickel, Aluminium und Titan der Asteroiden hervorragend durchführen ließen. Ein Asteroid, der ist nicht sehr kompakt aufgrund ihrer geringen Masse, reicht ihre Gravitationskraft nicht aus, sie zu einem sehr festen Körper zu machen. Am ehesten kann man sich einen Asteroiden wie einen lose zusammenhaltenden Geröllhaufen vorstellen. Es ist aus diesem Grund sehr leicht, in das Material zu gelangen. Die kaum vorhandene Gravitation erlaubt schnelle und simple Cargotransporte vom Asteroiden und gestaltet natürlich auch das Asteroidenhopping, das Bewegen der Bergbauausrüstung, einfach. Der dritte Vorteil von Asteroiden liegt in ihren reichen Wasservorkommen begründet. Wasser gilt im Weltraum als eine der wichtigsten Ressourcen. Das H2O-Molekül bietet uns Wasserstoff und Sauerstoff und damit alles, was wir für Raketentreibstoff benötigen. Treibstoff, um es nochmal deutlich zu machen, den wir nicht zu horrenden Preisen von der Erde ins All bringen müssen, sondern der dort bereits auf uns wartet. Werfen wir einen kurzen Blick auf die verschiedenen Typen von Asteroiden. Der sogenannte C-Typ, der kohlenstoffbasiert ist, im Englischen carbonaceous,
Das sind 75% aller bekannten Asteroiden. Und sie sind reich an organischen Molekülen und Wasser, sowie teils schwereren Elementen. Ein tolles Beispiel dafür ist 1903 LU, besser bekannt als 511 Davida. Er ist der siebentgrößte Asteroid im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Neben Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasser bietet er uns Eisen, Nickel, Kobalt, Stickstoff sowie seltene Erden. Der etwa 300 Kilometer durchmessende Koloss wird auf einen Gesamtwert von 13 Trillionen Euro geschätzt. Ohne Edelmetalle. S-Typen sind silikatbasiert. Sie stellen 17% der Asteroiden. Essentiell handelt es sich hier um Steine mit hohen Anteilen an Silizium und Magnesium und kleineren Mengen schwererer Elemente. Der Rest sind metallische Asteroiden. In der Regel sind dies die ehemaligen Kerne größerer Asteroiden, welche nach Kollisionen übrig blieben. Hier gibt es vor allem Eisen, Nickel und andere Metalle sowie seltene Erden. Und sie gelten damit als die lukrativsten Objekte im nahegelegenen Sonnensystem. Wie aber läuft Asteroidenbergbau eigentlich ab? Es gibt bereits mehrere Firmen, die sich aktiv mit Asteroidenbergbau beschäftigen. Ein Beispiel. Arcad Astronautics wurde 2009 gegründet und gab 2012 seine Pläne bekannt, unter dem neuen Namen Planetary Resources Asteroiden ausbeuten zu wollen. Die Planetary Resources Company plant, zunächst mit Near-Earth Objects zu arbeiten, insbesondere mit Asteroiden, deren Orbit sie regelmäßig in die Nähe der Erde bringt. Richtig, die gefährlichen. Es gibt verschiedene Konzepte, wie man vorgehen kann. Eine Methode besteht darin, den Orbit des Asteroiden zu verändern. Dies kann durch Gravitationstraktoren passieren oder auch aktive Triebwerke, welche mit dem Wasser des Asteroiden selbst betrieben würden. Der Orbit soll dann so beeinflusst werden, dass der Asteroid eine stabile Umlaufbahn um die Erde oder gar den Mond einnimmt. Die Vorteile, die liegen auf der Hand. Die Schätze liegen damit stets in greifbarer, unmittelbarer Nachbarschaft. Ob es Nachteile hat, einen 100 Millionen Tonnen Asteroiden zur Erde hinzulenken? Eventuell, da rechnet man die Flugbahn vorher besser zweimal nach. Sicherer ist vielleicht die Möglichkeit, Asteroiden mit einem Raumnetz einzufangen, was einem Schiff ermöglichen würde, problemlos anzudocken. Keine aufwendige Veränderung des Orbits. Allerdings muss die Bergbaueinheit vollständig autonom arbeiten, da das nächste Rendezvous mit der Erde erst Jahre später anstehen wird. Der Abbau von Asteroiden, die Millionen Kilometer von der Erde entfernt durch den Raum rasen, das fühlt sich schon wieder sehr nach Science Fiction an, ist aber jetzt Realität. Firmen wie die Planetary Resource Company oder Deep Space Industries vermelden regelmäßig Fortschritte und sie sind üppig finanziert. Der erste Billionär der Erde ist daher sehr wahrscheinlich schon am Leben. Und vielleicht ist es ja unser Patron Raphael Roth, denn der hat sich dieses Thema gewünscht. Wir hoffen, es hat dir, Raphael und allen anderen Zuschauern gefallen. Wie immer freuen wir uns sehr über eure Kommentare, auch ob ihr einen zweiten Teil zur Thematik wünscht, der mehr auf die technischen Details eingeht. Wir freuen uns über ein Like oder ein Dislike, einen Klick auf den Abo-Button. Und ein imperialer Gruß geht natürlich an unseren galaktischen Overlord Rico Wittke. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und 42.